Ja, dann würde ich nicht weiter Zeit verlieren. Ein herzliches Hallo von unserer Seite hier von Transcribus. Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen. Ja, schon mehr als 200 Personen hier. Das ist wunderschön. Jetzt auch im Sommer, wo es vielleicht draußen in der Natur im Wald ein bisschen schöner wäre, ist es schön zu sehen, dass so viele von Ihnen sich die Zeit nehmen, hier heute eine Stunde mit Transcribus zu verbringen. Wir werden versuchen, Ihnen so gut wie möglich den Einstieg in Transcribus zu erleichtern mit diesem Grundlagenwebinar, wo wir versuchen, Ihnen einen guten Überblick zu geben über die Nutzung von Transcribus und wie Sie Transcribus für Ihre Zwecke verwenden können. Ganz kurz zum heutigen Webinar, den Überblick, was wir uns heute ansehen werden. Wir werden zunächst mal die Frage klären, was ist Transcribus, sofern diese nicht schon beantwortet wurde. Nur ganz kurz. Dann schauen wir uns den Standardarbeitsablauf von und mit Transcribus an. Und später schauen wir uns auch ein bisschen den erweiterten Arbeitsablauf an, wie man eigene KI-Modelle trainieren kann, um die eigenen Materialien erschließen zu können. Und ganz zum Schluss haben wir auch noch Zeit für Fragen und Antworten. Wir werden versuchen, so gut es möglich ist, auch jederzeit im Chat zu antworten. Und wo es reinpasst, auch während des Webinars auf Fragen einzugehen. Das heißt, Sie können laufend Ihre Fragen auch einfach in den Chat reinschreiben. Dann versuchen wir die entweder laufend zu beantworten oder am Ende des Webinars dann darauf einzugehen. Zuerst ganz kurz, wer sind wir? Heute ist meine Kollegin Helene hier mit mir. Helene kümmert sich um, jetzt haben wir hier noch ein Screensharing, glaube ich. Jetzt sollte es dabei bleiben, dass mein Bildschirm für Sie sichtbar ist. Und dann können wir uns die Folien durchschauen, aber wir werden natürlich auch direkt in die Software einsteigen, um die Abläufe direkt dort anzusehen und zu schauen, wie Sie mit Transcribus arbeiten können. Ja, wie gesagt, meine Kollegin Helene ist heute mit mir hier. Mein Name ist Flo, kurz für Florian. Wir haben DRR3. Deswegen haben wir uns eine Methode überlegen müssen, wer wer ist. Deswegen arbeiten wir mit Spitznamen intern. Ganz zu Beginn möchte ich Sie ganz kurz ein bisschen, um das Webinar nicht ganz frontal zu machen, auch ein bisschen mit involvieren. Wir haben zwei kurze Fragen für Sie vorbereitet, um auch von Ihnen ein bisschen zu erfahren, wie erfahren Sie mit Transcribus sind. Sie sollten dazu jetzt eine Abstimmung sehen und wofür Sie Transcribus verwenden möchten. Dafür können Sie ganz einfach anklicken, ja, wie gut Sie Transcribus bereits kennen und wofür Sie Transcribus nutzen möchten. Das gibt uns auch immer einen ganz, ganz guten Überblick über das Publikum. Können wir ein bisschen besser dann auch eingehen auf die Bedürfnisse ja, und dementsprechend auch das Webinar gestalten. Ja, ich werde die Ergebnisse dann auch gleich mit Ihnen teilen. Dann können Sie selbst sich ein bisschen ein Bild über das heutige Publikum machen, um zu verstehen, wer denn heute noch hier ist. Ich sehe, wir haben schon ziemlich eine gute Frequenz. Bereits 90% haben eine Antwort abgegeben. Müssen natürlich auch nicht 100 sein. Sie müssen nicht mehr beantworten, ist keine Pflicht. Aber so haben wir ein ganz gutes Stimmungsbild der Erfahrung mit Transcribus und auch, wofür Sie Transcribus verwenden möchten. Warten wir noch ganz vielleicht 5 Sekunden, wenn jemand noch kurz unentschlossen ist. Aber ich glaube, wir können es auch schon beenden und die Ergebnisse gemeinsam anschauen. Ja. Nicht überraschend, sind sehr viele von Ihnen nicht sehr erfahren mit der Nutzung von Transcribus, also ganz neu oder nur ein bisschen erfahren, was überhaupt nicht schlimm ist. Wir werden Ihnen versuchen, diese Abläufe, die Sie mit Transcribus selbst dann tätigen können, so gut wie möglich zu erklären. Was aber ganz interessant ist, ist, dass die Zwecke, für die Sie Transcribus verwenden möchten, sehr unterschiedlich sind. Wir haben ja den Großteil oder den größten Teil von Ihnen, der möchte es für persönliche Zwecke verwenden. Aber wir sehen auch, dass ja, Transcribus auch zu einem wesentlichen Teil in der Forschung eingesetzt wird, aber auch für berufliche und ehrenamtliche Zwecke. Wir selbst sind ja auch eine Genossenschaft und dementsprechend nicht sehr profitorientiert im klassischen Sinne als Unternehmen, sondern wir haben wirklich als Genossenschaft das Ziel, Transcribus zu betreiben und weiterzuentwickeln. Ja. Jetzt gehen wir vielleicht ganz kurz weiter. Sie alle kennen wahrscheinlich diese Arten von Material.
Ja, es gibt unzählige verschiedene Arten von Material. Sie kennen es wahrscheinlich noch viel besser, als wir das können und kennen, weil Sie tagtäglich mit solchen Materialien konfrontiert sind. Da stellt sich natürlich die Frage, wie bekommt man solch Material in ein verarbeitbares Format? Wie kriegen wir den Text aus den alten historischen Dokumenten heraus und später vielleicht auch in Format wie PDF oder ein Word-Dokument, wo man mit dem Material dann auch arbeiten kann. Hier ist unsere Antwort Transkribus. Transkribus gibt es jetzt seit 5 Jahren als Genossenschaft. Vorher war es ein Forschungsprojekt, das bereits 6 Jahre Vorlaufzeit hatte, gemeinsam mit vielen Universitäten in einem Forschungskonsortium entwickelt wurde und dann in diese Genossenschaft überführt wurde. Transkribus kann man zusammenfassen als ja, KI-basierter Partner. Das heißt, wir sind künstliche Intelligenz getrieben. Wir waren schon in dem künstlichen Intelligenz Spielplatz, bevor es cool war. Also bereits vor 9 Jahren, wenn Sie, oder eigentlich bereits vor 11 Jahren hat die Geschichte von Transkribus begonnen. Dort war künstliche Intelligenz noch eher ein sehr technischer Begriff, der nicht die breite Masse erreicht hat. Aber Transkribus hat hier, würde ich sagen, sehr gute Pionierarbeit geleistet und Transkribus dann auch breitenfähig im Sinne der Texterkennung gemacht. Und jetzt kommen wir auch schon zum Arbeitsablauf. Da darf ich zu meiner Kollegin Helene übergeben und dann schauen wir uns ein bisschen konkret an, was Sie mit Transkribus machen können. Bitte, Helene. So, danke schön. Dann wechsle ich jetzt gerade auf meinen Bildschirm, damit ich Ihnen das wirklich in der App auch zeigen kann. So, ich glaube, Sie sehen jetzt meinen Bildschirm, wo wir uns direkt in der Transkribus-App befinden, in der Plattform. Ganz am Anfang. Wenn Sie Transkribus verwenden wollen, dann gehen Sie auf die Seite app.transkribus.org und melden sich mit Ihren Zugangsdaten an. Wenn Sie sich dann angemeldet haben, sehen Sie diese Landingpage. Also das ist die Homepage, das ist die Seite, die Sie als erstes sehen, wenn Sie sich anmelden. Wir sagen immer, das ist der Ort, wo die ganze Arbeit stattfindet. Sie sehen auch hier, das ist der Desk, also der Schreibtisch quasi. Hier haben Sie Zugriff auf alle Ihre Dokumente. Hier können Sie transkribieren und Ihre Dokumente bearbeiten. Wie erfolgt die Struktur auf Transkribus? Bevor wir jetzt die Dokumente hochladen, werde ich Ihnen das kurz erklären, wie die Dokumente überhaupt organisiert sind. Sie haben Kollektionen oder Sammlungen. Vielleicht stellen wir das zuerst auf Deutsch noch um. Da können Sie hier auf Ihren User gehen und dann auf Sprache. Dann stellen wir das auf Deutsch. Genau, Sie haben also die Sammlungen. Das sind meistens Projekte zum Beispiel. Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt beispielsweise ein Tagebuch, das Sie bearbeiten, dann ist eine Sammlung zum Beispiel Tagebuch von einer Person. In dieser Sammlung haben Sie dann Dokumente, da können Sie auch mehrere Dokumente haben. Und in diesen Dokumenten sind dann die Seiten drin. Es können auch beliebig viele Seiten sein. Beispielsweise haben wir hier ein Tagebuch, das heißt, es werden wahrscheinlich mehrere Seiten sein. Wenn Sie aber ein Projekt haben über mehrere Briefe, dann ist ein Dokument ein Brief und ein Brief hat vielleicht eine Seite. Das heißt, nochmal um zurückzugehen, die Struktur ist Sammlung, Dokument und dann die Seiten im Dokument. Wie bekommen wir jetzt die Seiten auf Transkribus? Sagen wir, Sie starten jetzt ein neues Projekt. Sie wollen mit einem neuen Projekt beginnen. Sie wollen Ihre Bilder, Ihre Materialien hochladen. Dann gehen Sie auf Sammlung oder Kollektionen und erstellen Ihre neue Sammlung. Dann klicken Sie auf Neue Kollektion oder Neue Sammlung. Und Sie sehen gleich, dass Sie Ihrer neuen Sammlung einen Namen geben können. Nennen wir sie mal Transkribus Webinar. Dann erstellen wir die Sammlung und Sie sehen sofort diesen Button, dieses Feld, wo Sie dann auch Dokumente hochladen können. Wenn Sie da draufklicken, kommt dieses Feld, das sich einschiebt und hier können Sie dann entweder Bilder suchen von Ihrem Laptop oder PC oder Sie öffnen zum Beispiel selber einen Ordner. Sie gehen jetzt gerade rein. Und Sie sehen, ich habe jetzt da schon ein paar Beispiele vorbereitet an Material und Bildern und die können Sie dann einfach hier reinziehen.
Bei dem Titel vom Dokument, da wird es oft übernommen von einem der Bilder. Das können Sie dann natürlich auch ändern. Nennen wir es jetzt mal Texte, nachdem wir da auch gemixtes Material haben. Wir haben hier Druck und Handschrift. Dann scrollen Sie nach unten und klicken auf Submit. Und dann werden die Seiten hochgeladen. Sie sehen auch den Lauf, Upload ist fertig, der Reihe nach. Und dann sehen Sie hier in der Jobtabelle, dass Sie diese Dokumente erstellt haben. Sehen Sie hier Running, das heißt, es braucht noch ein bisschen, bis Sie aufzeigen, aber meistens reicht es dann, wenn Sie die Seite neu laden. Schauen wir mal, ob es schon da ist. Genau. Und wir sehen hier, die Dokumente erscheinen. Sie sehen auch hier die Nummer der Anzahl von Seiten. Vorher haben wir eben sechs Bilder reingeladen. Das heißt, das Dokument, wenn wir es aufmachen, hat sechs Seiten. Also haben wir in der neuen Kollektion mit dem Namen Transkribus Webinar unser Dokument Deutsche Texte und hier drin unsere Seiten. Dann geht es weiter mit der Texterkennung. Wir haben jetzt also unser Material hochgeladen. Was wollen wir damit machen? Wir wollen natürlich Transkribus verwenden, um eine automatische Texterkennung zu starten. Wie machen wir das? Ich zeige es am besten hier mal mit diesem Brief her. Sie markieren die Seite, die Sie transkribiert haben wollen. Sie können auch mehrere Seiten markieren. Ich mache das Beispiel jetzt anhand einer Seite mal. Und dann klicken Sie auf Recognize oder Erkennen. Klicken drauf. Und dann sehen Sie eine Liste mit öffentlichen Modellen. Was sind öffentliche Modelle? Öffentliche Modelle sind Texterkennungsmodelle, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, die Sie verwenden können. Und diese Modelle sind trainiert, um Text automatisch zu transkribieren. Hier ist wichtig zu wissen, dass die verschiedenen Modelle anhand von verschiedenen Materialien und Sprachen oder Skripten trainiert wurden. Das heißt, ein Modell, nehmen wir jetzt hier beispielsweise The Duchess, die ist für Material trainiert, für niederländisches Material, The Dutch Material. Das heißt, das Modell ist so trainiert worden, dass sie die niederländische Sprache transkribieren kann. Wir haben es auch für verschiedene Skripten. Wenn Sie gerade im Deutschen zum Beispiel mit Corrent arbeiten, suchen wir mal nach einem Modell. Dann sehen Sie hier eigene Modelle, die spezifisch für dieses Skript trainiert wurden. Das heißt, Transkribus sind Texte gezeigt worden, die in Corrent geschrieben wurden. Und anhand der richtigen Transkriptionen hat Transkribus dann gelernt, wie man Corrent quasi automatisch transkribiert. Also diese künstliche Intelligenz wurde quasi mit bestehendem Material trainiert, um dann auch ihr Material erkennen zu können. Wie gesagt, ist es wichtig, dass man da das richtige Modell aussucht. Richtiges Modell bedeutet ein Modell, das am ähnlichsten Ihrem Material ist. Das heißt, wenn Sie einen deutschen Text haben, der in Corrent oder Sütterlin geschrieben wurde, dann suchen Sie am besten nach einem Modell, was darauf zupasst. Wenn Sie jetzt etwas auf Englisch, einen englischen Text haben, dann können Sie natürlich englische Modelle suchen. In unserem Fall ist es deutsche Handschrift. Schauen wir mal bei Deutsch. Probieren wir mal den German Giant. Der ist für die deutsche Sprache. Das heißt, wir können den verwenden. Hier sehen Sie auch noch mehr Informationen, wie zum Beispiel die Jahres- oder die Zeitspanne, für die das Modell trainiert wurde und das Material. Also das ist spezifisch für handgeschriebenes Material. Nachdem wir einen Brief haben, der handgeschrieben ist, können wir dieses Modell verwenden. Wir wählen es aus, indem wir draufklicken. Und dann klicken wir auf Start Recognition, also Erkennung beginnen. Ich glaube, in der Zwischenzeit könnten wir uns dann zwei, drei Fragen aus dem Chat auch direkt anschauen, wenn du Ja, den Erkennungsdialog mache nochmal dann mal öffnen auf. könntest, dann gehen wir direkt auf diese Fragen ein. Eine sehr, Ja. sehr häufige Frage zum Beispiel ist, wie suche ich das beste Modell für meine Erkennung aus? Wir Ah, haben genau. mittlerweile über 200 verschiedene Modelle, dann ist es manchmal nicht ganz einfach, das richtige Modell zu finden. Die einfachste Antwort ist, große Standardmodelle zu verwenden. Hier haben sich einige große Modelle wie eben der German Giant. Das war so ein nettes Wortspiel bei der Benennung. Ja, der deutsche Riese, manche von Ihnen kennen ihn, den Hasen. Das ist dann im Englischen eine schöne
Alliteration mit German Giant, ist das größte deutsche Standardmodell, das ohne einen bezahlten Plan zu haben verfügbar ist. Es wurde auf circa 15, ja, Sie sehen, 15,5 Millionen Wörtern trainiert. Das heißt, dieses Modell ist ein sehr großes Modell und dadurch auch sehr robust. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Korrent und Zitterlin erkennen möchten, ist das sicherlich eine sehr gute Variante, einfach den German Giant zu verwenden. Und dann haben wir, aber Helene, glaube ich, kommt gleich noch dazu, unsere Supermodelle, die sind dann Genau. nochmal um einiges robuster und können mehrere Sprachen, auch unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche Schriften gleichzeitig erkennen. Und dann noch eine Frage zu CER. Das ist leider noch ein bisschen technischer Begriff. Ja, ich sage leider aus meinem Produktentwicklerherz heraus, aus der Projektzeit heraus hat sich das als ein sehr wichtiger Begriff rausentwickelt. Das bedeutet Character Error Rate, also die Fehlerrate an falschen Zeichen, die erkannt wurden. Wenn man jetzt sieht, hier 2,95%, das bedeutet dann von 100% an Zeichen, die erkannt werden, werden 2,95% nicht richtig erkannt. Das heißt, 2,95% der Buchstaben, Beistriche, Leerzeichen wurden bei dem Modelltraining nicht richtig erkannt. Das bedeutet nicht, dass das bei Ihnen so gut sein muss. Es kann besser sein. Es gibt dann durchaus Seiten, die fehlerfrei transkribiert werden. Es kann aber auch Schriften geben, mit denen das Modell nicht so gut zurechtkommt und dementsprechend die Erkennung etwas schlechter ist. Das ist ein Richtwert. Man weiß ungefähr, wie gut das Modell beim Training auf die Daten, die beim Training zur Evaluation verwendet wurden, ja, performt hat. Aber man kann sich danach grob richten, wie gut ein Modell trainiert ist. Wenn man jetzt den German Giant dann sieht, da würde ich jetzt gefühlt sagen, 8,3% Fehlerrate ist etwas hoch. Aber dadurch, dass es so ein großes Standardmodell ist und sehr viel Variabilität drinnen hat, also sehr, sehr viele verschiedene Schreiber, sehr viele verschiedene Schriften, ist es die Evaluation auf das Trainingsset ein bisschen, ja, nicht ganz aussagekräftig. Wir können Sie durchaus selbst auch mal einen Test machen. Und das ist eigentlich die kurze Antwort auf den langen Dialog von mir jetzt, besten. Das heißt, testen Sie mal eine Seite, schauen Sie mal, wie gut diese eine Seite mit diesem Modell funktioniert hat und dann können Sie natürlich noch mehr verarbeiten. So, das Beste ist immer mal testen, Modelle ausprobieren und dann vergleichen, wie gut das Modell für Sie funktioniert. Und dann vielleicht noch die letzte Frage. Ja, man kann auch Standardmodelle verwenden und ein eigenes Modell darauf aufbauen. Das nennt sich dann Base Model. Man kann dieses als Basismodell verwenden und dann mit den eigenen Daten weiter trainieren. Das funktioniert auch. Genau, da kommen wir, glaube ich, eh später noch kurz dazu. Genau. Genau. An der Stelle auch danke noch einmal, dass du noch die Supermodels erwähnt hast. Das ist da auch nochmal vielleicht gut, kurz zu erklären, warum Supermodels so hilfreich sind oder so gut oder so super sind. Du hast vorher schon gesagt, sie sind auch für verschiedene Sprachen und sie sind auch für verschiedene Materialarten. Das heißt, wenn sie jetzt gemischtes Material haben, Handschrift und Druck, dann sind Supermodels zum Beispiel geeigneter dafür, weil sie eben wie andere Models, wie man hier zum Beispiel sieht, ist es eben nur für gedruckten Text oder andere nur für Handschriften und nur für bestimmte Sprachen. Und da ist das Supermodel der Textheiten in diesem Fall eben für mehrere Sprachen anwendbar. Sie sehen es hier, welche Sprachen, für welche Sprachen es trainiert worden ist und auch für gemischtes Material. Dann gehen wir jetzt vielleicht weiter und schauen uns mal die Transkription an. Ich glaube, jetzt haben wir, sind wir soweit? Jetzt muss ich gerade schauen, ob das jetzt vielleicht schon fertig transkribiert. Wunderbar. Sie sehen, wir machen das Bild, also die Seite auf, die wir zuerst transkribieren wollten. Und Sie sehen jetzt auf der linken Seite das Bild. Und auf der rechten Seite die Transkription, die uns die künstliche Intelligenz von Transkribus quasi ausgespuckt hat. Sie sehen das alles im Transkribus Editor. Das heißt, hier können Sie das auch bearbeiten. Was natürlich ist bei öffentlichen Modellen, die öffentlichen Modelle sind an Handschriften, an Händen, an Material trainiert, was natürlich nicht exakt das Material ist, mit dem Sie arbeiten. Das heißt, es kann natürlich zu Fehlern kommen. Jede Handschrift ist anders. Natürlich kann es dann hier zu Abweichungen kommen und wir sehen das auch. Hier zum Beispiel, wir wissen, das ist ein Brief von Goethe. Das stimmt nicht ganz so, wie das transkribiert worden ist. Aber wir sehen, dass ein Großteil
doch sehr gut erkannt wurde. So, wie können Sie das jetzt korrigieren? Schauen wir uns zuerst den Text an, wie wir den korrigieren können. Sie klicken einfach in den Text rein und können dann mit Hilfe von Ihrer Tastatur bestimmte Buchstaben löschen und einfügen. Hier zum Beispiel ist es Weimar, nicht Prima. Und damit haben Sie dann die korrigierte Transkription. Wenn Sie bei dem Layout was ändern wollen, dann können Sie das auch machen. Sie sehen hier, das Grüne ist eine Textregion und das schließt den gesamten Text ein. In dieser Textregion haben Sie diese Baselines und die bieten Referenzpunkte für die Texterkennung. Das heißt, was bei einer Texterkennung passiert, sind eigentlich zwei Schritte. Zuerst wird das Layout erkannt, damit Transkribus quasi weiß oder die KI quasi weiß, wo muss ich nachschauen, wo muss ich Text transkribieren, wo steht der Text überhaupt. Und anhand von diesen Referenzpunkten passiert dann die Texterkennung. Jetzt kann es sein, dass es hin und wieder nicht ganz perfekt ist, die Texterkennung. Vielleicht wollen Sie da noch was ändern, hinzufügen. Das können Sie dann einfach machen mit diesem Editor, mit der Bearbeitung hier. Da können Sie zum Beispiel noch eine Baseline hinzufügen. Nehmen wir mal an, hier die Unterschrift, die wurde nicht erkannt. Dann klicken Sie auf Linie hinzufügen und können dann selber, indem Sie auf das Bild draufklicken und mehrmals klicken, eine Linie ziehen. Zum Abschluss einen Doppelklick und Sie haben eine neue Linie. Da können Sie dann entweder noch einmal die Texterkennung drüber laufen lassen oder Sie können es einfach selber einfügen. Hinweise, wie Sie zum Beispiel auch Layout bearbeiten können, finden Sie hier bei zum Beispiel Shortcuts. Da sehen Sie dann bestimmte Tipps, wie Sie das bearbeiten können, wie Sie zum Beispiel auch eine Region teilen können. Wenn Sie sagen, Sie wollen da jetzt zwei Paragraphen draus machen, dann können Sie einfach die Taste H für horizontal drücken, klicken in die Region rein und haben dann zwei Paragraphen, quasi zwei Regionen. Mehr Tipps, wie gesagt, finden Sie hier bei diesen drei Punkten unter Keyboard Shortcuts. Da können Sie sich dann noch das genauer anschauen, ein bisschen damit rumspielen. Was hier auch noch wichtig und sehr praktisch ist, ist die Funktion, dass Sie taggen können. Was sind Tags? Tags sind Markierungen und die werden verwendet, um entweder Text oder strukturelle Elemente zu kennzeichnen. Und die Kennzeichnung ist sehr nützlich, zum einen um Kontext zu vermitteln, Informationen zu vermitteln und auch um eine Informationsdatenbank erstellen zu können. Nehmen wir jetzt an, Sie wollen also kennzeichnen, Sie wollen Personen kennzeichnen. Sie wollen wissen, welche Leute in den Briefen vorkommen, an denen Sie arbeiten, und wie viele, wie Sie das machen, ist, dass Sie hier auf der Seite auf diesen Knopf drücken. Da steht schon Tags. Und sobald das grau hinterlegt ist, ist es aktiviert, dass Sie diese Kennzeichnung, diese Markierungen machen können. Dann markieren Sie beispielsweise hier den Namen. Wir wollen eben Namen markieren und sagen, das ist jetzt die Kennzeichnung Person. Wir wollen jetzt auch den Goethe als Person, als Name haben, wieder markieren. Und dann sehen Sie schon wieder, Sie können ihn als Person markieren. Sie können auch Orte markieren. Schauen wir mal, ob das da ist. Okay, das steht jetzt nicht da. Dann gehen wir mal zu Tag Settings oder vielleicht öffnet das jetzt, genau. Dann öffnet es die Einstellungen. Und hier können wir auch einstellen, dass wir mehr, also diese Kennzeichnungen sehen wollen. Zum Beispiel den Ort. Ich habe es jetzt hier auf Englisch. Aber Place, also Ort. Dann haben wir das eingeschaltet. Sie haben sofort gesehen, dass es auch hier bei den Tags aufgetaucht ist. Wir können die Einstellungen aber schließen, markieren zweimal und dann Ort. Was Sie auch machen können, ist mehrere Kennzeichnungen bei einem Begriff machen. Wenn zum Beispiel ein Begriff oder bestimmte Teile von einem Wort, von einem Namen hochgestellt sind, dann können Sie auch nur einen gewissen Teil markieren. Wir probieren es jetzt einfach mal hier zum Vorzeigen und sagen, dass es hochgestellt wird.
dann sehen Sie hier, dass zum einen die Hochstellung auch in der Transkription so dargestellt wird und dass Sie zwei Tags, also zwei Markierungen hier haben. So können Sie also Ihre Transkription zum einen bearbeiten und korrigieren, aber das dann auch mit Metadaten und noch zusätzlichen Informationen versehen. Das können Sie auch beim Layout machen. Wir haben jetzt hier diese Textkennzeichnungen gehabt. Hier können wir auch strukturelle Kennzeichnungen zuordnen. Zum Beispiel haben wir hier den Paragraphen. Ähnlich wie bei den Textkennzeichnungen können Sie auch noch zusätzliche Kennzeichnungen und Tags selber erstellen, die dann ebenfalls aufscheinen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Sie wollen eine eigene Kennzeichnung für Unterschriften oder für Marginalien, dann können Sie das natürlich auch machen. Ganz wichtig, wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind und mit der Korrektur, ist das Speichern. Einmal hier klicken auf Save. Und was Sie auch machen können, ist, dass Sie den Status ändern. Mal gucken, bis das Pop-up weg ist. Sie können hier den Status ändern. Was ist der Status? Der Status ist eine Indikation, an welchem Schritt Sie sich gerade im Arbeitsprozess befinden. Wir haben hier in Progress, das heißt, die Transkription ist noch in Progress, Sie arbeiten noch dran, Sie wollen noch korrigieren, Sie wollen es noch bearbeiten. Wenn Sie mit der ersten Version fertig sind, können Sie es zum Beispiel schon auch dann stellen. Dann speichern wir das und dann sehen Sie auch, wenn wir jetzt zurückgehen, dass diese Seite auch hier gelb markiert ist. Damit haben Sie gleich visuelle Indikation, ach, diese Seite ist zwar fertig, aber vielleicht will ich sie noch einmal kontrollieren. Sie können auch nach Status filtern. Wenn Sie zum Beispiel ein Alles klar. Dokument haben mit sehr vielen Seiten, Entschuldigung, ja, gibt es eine Frage? Ja, ganz kurz. Kannst du Bitte. ganz kurz nochmal das Dokument öffnen? Eine Frage, die Sehr jetzt gerne. zweimal aufgetaucht ist, Ja, ist, ob bitte. man die Korrekturen, ob die Korrekturen sich direkt auf die Erkennung von Transkribos auswirken. Das ist eine häufige Frage. Rein technisch ist das nicht genauso. Man müsste dann wirklich mit den korrigierten Texten ein eigenes Modell trainieren. Bedeutet, wenn man jetzt direkt eine Korrektur erledigt in dem Texteditor, bedeutet das nicht, dass die nächste Erkennung dadurch besser werden wird. Man muss wirklich explizit ein eigenes Modell damit trainieren. Und das, da würde ich später dann noch ganz kurz darauf eingehen. Man braucht so Faustregel 25 bis 30 Seiten, um sein eigenes erstes Modell zu trainieren. Nach oben offen. Wir haben gesehen, wir haben 15 Millionen im größten. Da kann man wirklich dann sehr viele Wörter und Seiten hineingeben. Aber so Faustregel ist 25 bis 30 Seiten genau korrigierter Text. Damit kann man dann aber auch schon sehr, relativ zufriedenstellende Modelle trainieren für das eigene Material. Sehr oft hat man ja nur einen oder wenige Schreiber. Da hat man dann relativ schnell ein gutes Modell trainiert, das für diese Schreiber und für diese Hand explizit ausgerichtet ist und diese Hand dann ganz gut erkennen kann. Das war es, glaube ich, eh schon. Vielleicht ganz kurz, wenn du nur zeigen könntest, wie man einen Tag löscht, weil die Frage auch da war, dann können wir das auch gleich noch abhaken. Wenn man auf den Tag klickt, dann kann man hier Ja, auf man klickt Löschen drauf klicken und dann ist und er man auch klickt. schon weg. Genau. Danke. Und dann wieder speichern, damit es nicht verloren geht. Was vielleicht jetzt, wo du sagst, auch mit rückgängig machen, was vielleicht noch ganz interessant ist, Sie haben auch hier eine Version History. Also Sie können nachschauen auf frühere Transkripte. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, was ich gerade gearbeitet habe, ich bin damit gar nicht zufrieden, ich will von vorne starten oder ich will einfach zurückgehen, ein paar Schritte, dann können Sie natürlich hier rückgängig machen oder Sie gehen auf dieses Uhrensymbol und sehen dann die verschiedenen Versionen von der Seite. Genau. Wo waren wir? Beim Filtern. Genau. Wenn Sie mehrere Seiten haben, sagen wir mal 50, 100 Seiten und Sie wollen jetzt nur Seiten sehen, die zum Beispiel dann sind, die den Status dann haben, dann können Sie auf Filter klicken und wählen dann aus, also den Status, den Sie sehen wollen. Und jetzt sehen Sie, dass nur mehr diese eine Seite da ist. Das ist eben praktisch, wenn Sie Seiten anschauen wollen, die alle nur in Progress sind, damit Sie an diesen arbeiten können.
oder sie wollen nur die Seiten sehen, die sie noch einmal kurz kontrollieren wollen, aber dann quasi fertig sind. Den Status der Seiten können Sie nicht nur im Editor, ändern, also nicht nur, wenn es geöffnet ist, sondern auch hier. Da klicken Sie auf diese drei Punkte und dann auf Status und können dann hier zum Beispiel, um es herzuzeigen, auf finale Version klicken und Sie sehen, dass die Seite auch grün markiert ist. Sie können auch Seiten und Dokumente, ich zeige jetzt mal den Dokumenten auch her, auch kopieren oder teilen. Gerade beim Teilen ist es so, dass das Dokument selber in der Hauptkollektion bleibt. Sie sind hier Main Collection, aber Sie können auch von einer anderen Sammlung aus darauf zugreifen. Wenn es jetzt beispielsweise für zwei Projekte verwendet wird, aber das gleiche Dokument ist, dann können Sie das, probieren wir es mal aus, zur ersten Sammlung hinzufügen. Sie sehen, es ist immer noch in der Hauptkollektion drin, aber wir teilen es in die erste Sammlung. Schauen wir uns das da an, ob das funktioniert hat. Erste Sammlung. Wunderbar. Wir sehen, hier das Symbol geteilt und es ist auch in dieser Sammlung verfügbar. Sie haben also mehrere Möglichkeiten, so Ihre Dokumente, Ihre Seiten zu managen und einen Überblick zu haben und damit zu arbeiten. Ich glaube, als nächstes sind wir dann eh schon beim Suchen und Exportieren. Ganz interessant ist bei Transkribus auch, gerade wenn man mit Material arbeitet, das man dann auch durchsuchen will, ist, dass Sie in der App selber schon bestimmte Begriffe suchen können. Da gehen Sie hier oben in diesen Suchbalken hinein und bleiben bei diesem globalen Text, bei dieser globalen Textsuche und können dann einfach einen Begriff eingeben, der in einem der Dokumente vorkommt. Wir haben vorher erwähnt, okay, wir wollen wissen, was für Personen vorkommen in dem Material, mit dem wir arbeiten. Wir haben uns gemerkt, dass ein Herr, gewisser Herr Hoffmann vorgekommen ist in einem Brief von Goethe. Und wir sehen jetzt, wenn wir das eingeben in dem Suchbalken, auch gleich die Ergebnisse. Wir haben Hoffmann gesucht, das Ergebnis ist hier Hoffmann. Da ist es natürlich zweimal, weil wir das Dokument geteilt haben. Da sehen wir die Vorschau von der Transkription und auch von dem Bild selber. Und wenn wir draufklicken, dann sehen wir die Seite inklusive Markierung, wo das bestimmte Wort, der bestimmte Begriff vorkommt. So können Sie dann auch wirklich das Material gut suchen, mit dem Sie arbeiten. Wenn Sie jetzt also, vielleicht noch kurz, gibt es soweit Fragen oder sollen wir zum Export übergehen? Ich glaube, wir können schon mal weitergehen. Ich versuche Also. weitestgehend im Chat dran zu bleiben. Wunderbar. Dann gehen wir zum Export über. Sie haben jetzt also die Seiten hochgeladen, Sie haben eine Sammlung erstellt, die Seiten hochgeladen, Sie haben ein öffentliches Modell verwendet, um eine automatische Transkription zu bekommen und Sie haben das korrigiert, bearbeitet und sind jetzt zufrieden damit. Das heißt, Sie wollen es jetzt runterladen, vielleicht weiter damit arbeiten, aber Sie wollen es mal exportieren. Wie machen Sie das? Ähnlich wie wir das zuerst gemacht haben, um ein Texterkennungsmodell zu verwenden, wählen Sie die Seiten aus oder das Dokument aus, das Sie exportieren wollen. Und Sie sehen schon sofort, dass hier dieser Button, dass hier dieses Feld mit Export aufscheint. Da können Sie dann einfach draufklicken. Und jetzt sehen Sie auch die verschiedenen Optionen, wie Sie Ihre Dokumente exportieren können. Da haben wir auch noch weitere. Zum Beispiel ein Excel, als Excel-Dokument, oder einfach als PDF. Und hier können Sie auch auswählen, dass diese Tags, also diese Markierungen, auch exportiert werden. Wenn Sie also jetzt Ihre Option ausgewählt haben, in welchem Format Sie das exportieren wollen, wählen Sie das aus und klicken dann auf Start Export, also den Export starten oder beginnen. Und dann bekommen Sie die Dokumente per E-Mail zugesendet. Das heißt, die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich angemeldet haben, die hinterlegt ist bei Ihrem Account, da bekommen Sie Ihre exportierten Dokumente hin.
Genau, ich glaube, das war es jetzt soweit zum Arbeitsablauf, zum klassischen Arbeitsablauf. Wir haben uns angeschaut, wie man Material hochlädt, wie man die öffentlichen Modelle verwendet und wie man dann auch zum Material kommt, wo man es exportiert. Und ich glaube, jetzt kann ich auch wieder zum Flo Könnte ich noch ganz kurz offen übergeben. lassen, weil die Frage Ja, spielt klar, eigentlich gerne. genau auf meine Überleitung an. Der Button Ja. Train Model wird nicht erklärt. Genau den Button schauen wir uns jetzt an. Wir bleiben zwar nicht mehr in der Genau. Software. Ich werde die nächsten Teile außerhalb der Software erklären, aber wir können uns das noch ganz kurz anschauen. Wie trainiert man ein Modell? Das ist jetzt schon der etwas fortgeschrittenere Workflow. Wenn Sie jetzt einen größeren Bestand haben, sagen wir mal, Sie haben jetzt 1000, 2000 Seiten eines Schreibers und möchten diesen erkennen, dann macht es natürlich Sinn, ein eigenes Modell zu trainieren. Das würde jetzt ablauftechnisch so sein. Sie würden jetzt, wie gerade eben gezeigt, mal sagen wir 30 bis 50 Seiten mit einem bereits bestehenden öffentlichen Modell erkennen und diese dann korrigieren. Damit Sie ein Modell trainieren können, muss dieses Modell erstmal die Schrift genau erklärt bekommen. Das Erklären passiert im Grunde so, dass Sie genau die Korrektur dieser Daten vornehmen. Bedeutet, das Modell bekommt dann die Bilder und die genaue Transkription dieses Textes präsentiert und lernt daraus, aha, das ist dieser Buchstabe, den habe ich schon oft gesehen, so wird ein S oder ein langes S, ein scharfes S, wie auch immer transkribiert. So lernt das Modell, diese Handschrift zu erkennen und wenn Sie später einen ähnlichen Buchstaben präsentieren mit weiteren Seiten, kann das Modell diesen erkennen und guckt dann am Ende diese schönen Transkriptionen aus. Bei großen Handschriftmodellen, wie wir vorher gesehen haben, sind es Millionen von Wörtern, die diesen Trainingsdurchgang durchlaufen haben. Aber wie gesagt, Ihr eigenes Modell wird ab 25 bis 30 Seiten ja, wahrscheinlich einen guten Start darstellen und dann gibt es einen ja, Workflow, dass man immer mehr zusätzliche Seiten hinzufügt. Weil nachdem das Modell mal trainiert ist, kann ich mein eigenes Modell zur Vorerkennung verwenden, erkenne wiederum vielleicht 30 Seiten, korrigiere diese Seiten und trainiere das Modell dann auf Basis der 60 korrigierten Seiten. Und so verbessert sich das Modell und dann kann ich immer genauere Transkriptionen erhalten. Und so meine Schätzung für eine Handschrift, die nicht extrem kompliziert ist, sind 100 Seiten, ja, ein relativ guter Schnitt. Die bekommt man auch recht zügig hin. Man hat dann 100 Seiten, kann aber die restlichen 1900 Seiten dann automatisch transkribieren lassen und hat dann eine gewisse ja, Qualität, die man erreicht. Dort ist dann die CER, die wir vorher kurz erläutert haben, auch ausschlaggebend. Die kann dann etwas verlässlicher für diesen einen Korpus gesehen werden, weil das Modell ja genau auf dieser Handschrift trainiert wurde. Kommt dann natürlich an, wie ja, heterogen die Schrift ist. Wir haben auch Schreiber, die haben sich im Laufe der Jahre, manche von Ihnen werden es kennen, weiterentwickelt. Da kann man sagen, der junge Goethe hat anders geschrieben als der ältere Goethe. Und das ist aber wirklich so. Es gibt dann in jungen Jahren ganz andere, ja, Handschriftzüge als in späteren Jahren. Da wohnt teilweise wirklich dann ja, auch der Schreibstil, der sich ganz, ganz verändert hat, kann man bei solchen Prozessen sehen. Und im Grunde passiert es ganz ähnlich wie bei der Texterkennung. Man wählt die Seiten aus, die man für ein Modelltraining verwenden möchte, klickt auf den Train Model Button und wird dann durch einen Prozess geführt, um ja, die Einstellungen vorzunehmen für das Training. Genau. Ja, Helene zeigt auch gerade den Prozess. Da haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber wir versuchen immer flexibel zu bleiben. Ja, ich würde jetzt auch in die Folien zurückspringen. Dann können wir uns anschauen, was es noch für weitere Modelle in Transcribus gibt. Dafür weil ich jetzt wieder ganz kurz meinen Bildschirm. Genau, wir sind jetzt eigentlich schon eingestiegen in den erweiterten Arbeitsablauf von Transcribus. Wie trainiert man Modelle? Ja, zunächst mal hier ein Beispiel für etwas kompliziertere Schriften, wo die Zeilen dann auch nicht ganz einfach sind. Da kann man dann eben ja, den etwas ja, erweiterten Ansatz wählen, um individuelle Modelle zu trainieren, also ein eigenes Handschriftenmodell zu trainieren. Das war eigentlich auch die Erfolgsgeschichte von Transcribus. In dem Forschungsprojekt hat Transcribus im Grunde das mit ein paar Klicks ein eigenes KI-Modell trainieren, ja, breitenfähig gemacht. Dadurch hat Transcribus ja mittlerweile auch über 200.000 Nutzerinnen weltweit.
die das einfach zu schätzen wissen, dass man relativ einfach, es ist natürlich nicht ganz trivial, man muss sich damit etwas auseinandersetzen, man muss das Tool erlernen, aber kann, wenn man sich dann mal ein bisschen reingefuchst hat, wirklich die Software verwenden, um die eigenen Corpora zu erkennen und ja, diese wertvollen Quellen auch zu erschließen, wo man, und das ist ja das Hauptthema, die eigene Zeit dann besser investieren kann in die eigentliche Forschung, in die Zugänglichmachung und die Analyse der Daten. Weil das ist ja eigentlich dort, wo wir Menschen dann den Nutzen daraus ziehen. Weil wenn man jetzt nur mal den Text erkennt, die Texterkennung selbst liefert ja erstmal nur ein paar Zeichen, einen Zeichensalat, aber daraus dann wirklich einen Nutzen zu ziehen, eine Geschichte rauszuziehen, das ist das, was Transkribus ermöglichen soll als Werkzeug. Ja, beim Trainieren dieser benutzerdefinierten Modelle, da werden wirklich, wie ich vorher versucht habe zu erklären, die spezifischen Beispiele, die Sie als Trainingsdaten der KI zur Verfügung stellen, verwendet, um eben dann ein eigenes KI-Modell zu trainieren. Ja, hier haben wir die Folie, die uns Helene schon gezeigt hat. Das ist dann eben der erweiterte Arbeitsablauf, dass man zuerst mal eine Vorerkennung macht, später diese Vorerkennung präzise korrigiert. Also wenn Sie dort Fehler, wenn sich dort Fehler einschleichen, dann werden sich diese Fehler auch ins Modell einschleichen. Das kann so weit gehen, dass man aus Jux könnte man alle Fs als S transkribieren, dann wird das Modell auch lernen, dass alle Fs S sind. Dementsprechend liegt es sehr stark daran, wie gut diese Trainingsdaten produziert werden, um dann später auch das KI-Modell zu trainieren. Hier sehen wir nochmals den Begriff Ground Truth, den haben wir vorher auch schon mal gehört. Der kommt aus dem Englischen. Vielleicht auch noch etwas technisch. Der bedeutet im Grunde Grundwahrheit. Also die Trainingsdaten werden als Grundwahrheit gesehen. Auf dieser basiert das Modell. Und dann beginnt das erste Training. Wie gesagt, das kann dann so eine Schleife werden. Man trainiert mal die erste Version des eigenen Modells, verbessert mal mehr Seiten, gibt diese hinzu, trainiert Version 2 und verbessert das Modell dann so laufend. Das kann man nun so weit treiben, bis man an den Punkt kommt, wo mehr Seiten, die man zum Modell hinzufügt, keine Verbesserung mehr bringen. Bedeutet, man wird dann irgendwann ein Plateau erreichen, können ja vielleicht 2% sein, vielleicht auch mal 5, das hängt von der Schrift ab. Aber ab einem gewissen Punkt kann man mehr Seiten zum Modell hinzufügen, ohne dass man merklich Verbesserung sieht. Ab dem Zeitpunkt empfiehlt es sich dann auch aufzuhören, nicht durch weitere Trainingsdaten zu produzieren. Wir haben aber, und das haben Sie vorher vielleicht auch schon gesehen, auch weitere Modelltypen. Ein Modelltyp sind die Baselines, also die Grundlinien, wo erkannt wird, wo denn überhaupt der Text auf der Seite steht. Hier in grün zu erkennen, kann man auch trainieren. Also Sie können, wenn man hier das anschaut, es gibt auch Baselines oder Grundlinien, die etwas komplizierter sind. Auch hier kann man ein eigenes Modell trainieren. Konzeptionell funktioniert das eigentlich sehr ähnlich. Hier muss man nicht transkribieren, hier muss man dann manuell Linien ziehen und diese dann als Trainingsdaten verwenden, um eigenes Baseline-Modell zu trainieren. So können Sie ja etwas kompliziertere Quellen auch erschließen, wo ja manche Linien etwas wellig sind, verschoben, gedreht. Da gibt es ja im historischen Material haben wir eigentlich alles schon gesehen. Früher hat man einfach die Freiheit gehabt, auf dem Blatt Papier konnte man ja, in alle Richtungen schreiben und wenn man noch was einfügen musste, dann hat man das ja vertikal auf den Rand geschrieben. Wir haben seit einigen Monaten aber auch Feldmodelle, Field Models in Englisch, um strukturierte Daten zu erkennen. Hier ein schönes Beispiel von dem Formular. Das ist, glaube ich, aus dem Tiroler Landesarchiv, wo Soldaten einrücken mussten. Hier sieht man, wurde das Modell trainiert, um den Namen, den Ort und den Jahrgang zu erkennen, also ausschließlich dieser Felder. Man könnte es auch für andere Felder wie etwa ja die Ortsgemeinde oder den Bezirk zu erkennen, trainieren, um diese strukturierten Daten im Layout zu erkennen und diese dann später weiter zu verarbeiten. Das ist auch ein etwas neuerer Modelltyp, der rein visuell funktioniert. Also hier passiert der Prozess dann wieder ähnlich. Man produziert Trainingsdaten, man labelt, also man zeichnet diese Felder in den Trainingsdaten manuell aus, trainiert sein eigenes Modell und kann das dann trainieren, um ja, so gut wie jedes Feld visuell erkennen zu lassen und dann diese Daten strukturiert dann auch zu
überführen in ja, jegliche Formate. Bei den Formaten sind wir relativ flexibel. Hier kann man als Standardmodell, als Standardformat XML verwenden, also etwas ein technischeres Format, um diese Daten strukturiert weiterzuverarbeiten. Aber auch der Export in ja, Word und PDF ist dann möglich. Und dann haben wir auch Tabellenmodelle. Also in historischen Daten gibt es ja sehr viele Tabellen. Und was gibt es eigentlich Schöneres, als eine solche Tabelle später in einem Excel zu haben und dann verarbeiten zu können? Das kann man mit Tabellenmodellen erreichen. Diese sind, ja, wie der Name schon sagt, dazu da, um Tabellen zu erkennen. Es wird rein technisch so gehandhabt, dass zum einen mal Spalten erkannt werden, Zeilen erkannt werden und diese werden dann zusammengefügt zu einer Tabelle, um dann dementsprechend diese Tabelle auch exportieren zu können, in einem Excel zum Beispiel, und diese Daten dann strukturiert analysieren zu können. Hier sieht man nochmal ein Beispiel für so ein Modell, ja, wie das dann aussieht. Wird auch im Texteditor dann zu bearbeiten, die Tabelle dann zu exportieren. Ja, Hier jetzt kommen noch wir ganz. vielleicht zwei Fragen, ganz kurz, Entschuldigung. Ja, sowieso. Zum einen zu den Tabellenmodellen war die Frage, kann das Modell dann die Tabelle erkennen und von alleine erstellen oder muss man die Genau. immer selbst erstellen? Genau, auch hier gilt selbiges. Also die Technologie selbst ist noch so jung, dass wir zurzeit noch keine Standardmodelle haben, die verwendet werden können. Das heißt, wenn Sie Tabellenmodell verwenden möchten, dann müssen Sie jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch ein eigenes trainieren. Geht relativ schnell. So eine Tabelle zeichnet man etwas schneller, als eine Seite Text zu transkribieren. Ja, ähnlich wie in Word zieht man die Tabelle auf und zieht die Spalten und Zeilen dann zurecht und produziert auch hier so 20 bis 30 Seiten an Trainingsmaterial sollten ausreichend sein, um eigenes Modell zu trainieren. Und dieses erkennt dann wirklich auf weiteren Seiten die Tabelle, gibt diese aus. Man kann dann den Text in den Tabellen erkennen. Das ist dann so ein Schritt, ja, ein Arbeitsablauf, wo man zuerst die Tabellenerkennung macht, dann macht man die Texterkennung, dann kann man beides exportieren und bekommt dann im Grunde eine Tabelle ja, im Excel-Format, die man exportieren kann, wie man hier dann auch sieht. Ich muss dazu sagen, dass historische Tabellen natürlich etwas mit Vorsicht zu genießen waren. Die Spalten und Zeilen wurden oftmals als Empfehlung gesehen. Da gibt es dann natürlich Schreiber, die diese Zelle nicht sehr respektiert haben und dann einfach über die Zellen drüber geschrieben haben. Das ist dann ein etwas schwierigerer Fall abzudecken. Da gibt es dann durchaus Wörter, die geschnitten werden, weil das Modell orientiert sich an den Trennlinien, die die Spalten und Zeilen markieren. Dementsprechend kann das dann gut sein. So schöne Tabellen gibt es nicht immer. So muss man auch dazu sagen. Eine andere Frage noch, kann man jedes öffentliche Modell als Grundlage für das eigene Modell nutzen? Also ich glaube, das ist die Frage bezüglich der Base Models beim Trainieren. So gut wie alle. Bei ganz den großen Modellen kann es manchmal vorkommen, dass das Training nicht funktioniert, weil das Modell dann zu groß wird. Bei diesen funktioniert es dann manchmal nicht, aber bei so gut wie allen öffentlichen Modellen kann man diese auch als Basismodell verwenden. Genau. Dann kommen wir vielleicht zum Abschluss. Hier suche ich schnell. Zoom hat das wieder etwas versteckt. Haben wir noch mal ganz kurz ein paar Fragen vorbereitet, um das Webinar abzuschließen. Jetzt würde ich es. Aber jetzt kann ich es nicht. Jetzt sollten Sie diese Anfrage, ja, diese Umfrage sehen. Was wir hier versuchen, ist ein bisschen Feedback für uns mitzunehmen. Also woran Sie am meisten interessiert sind, woran Sie gerne ja, mehr erfahren würden, wofür Sie sich auch interessieren, dann später Transkribus zu verwenden. Und dann haben wir auch noch zwei Freitextfelder, um ein bisschen zu verstehen, was für Arten für Material Sie planen zu verwenden in Transkribus und auch generell ein offenes Feld für Ideen, Anregungen, ja, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. Wir sind immer sehr empfänglich dafür, versuchen ja sehr offen umzugehen, auch mit diesen und dann auch ja, für uns mitzunehmen, um später Transkribus wieder verbessern zu können.
lasse das jetzt ganz kurz nebenbei ein bisschen laufen, dann können Sie sich Zeit nehmen. In der Zwischenzeit noch ganz kurz zum Abschluss. Ich habe das ein paar Mal schon ein bisschen angeschnitten, aber trotzdem möchte ich jetzt noch ganz kurz ja, ein paar Minuten über unsere Genossenschaft sprechen. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass wir ein bisschen unkonventionelles Konstrukt sind als Organisation. Wir sind keine ja, Firma im herkömmlichen Sinne. Wir sind eine Genossenschaft aus dem Forschungsprojekt raus. Ja, gab es den starken Willen, natürlich Transcribus weiterzuführen. Und trotzdem wollte man jetzt keine Ausgründung im klassischen Sinne vornehmen und ein Unternehmen daraus machen, das ja gewinnorientiert agiert, sondern eine Genossenschaft mit einem klaren Zweck. Und der Zweck ist, Transcribus zu betreiben, weiterzuentwickeln. Dafür wurde diese Genossenschaft entwickelt. Und ich würde das ja so als kleines Erfolgsmodell für Genossenschaften immer gerne ein bisschen kommunizieren. Wir haben mittlerweile über 200 Mitglieder. Es sind viele große Institutionen, Universitäten, Diözesen. Wir haben auch viele private Unternehmen. Wir haben aber auch Regierungsorganisationen. Wir haben nationale Archive, die Mitglieder von Transcribus sind. Aber, und das ist das Schöne an Transcribus, wir haben auch sehr viele private Mitglieder. Bei uns kann jeder auch Privatmitglied werden, um die Genossenschaft zu unterstützen und auch Teil von Transcribus zu sein. Als Genossenschaft haben wir dann die Generalversammlung als Hauptorgan. Dort werden dann auch die Entscheidungen getroffen, die ja, Tragweite haben, wie zum Beispiel der Verwaltungsrat, wo ich auch Mitglied bin. Der wird zum Beispiel von der Generalversammlung gewählt, um dementsprechend auch ja, ein bisschen einen demokratischen Prozess zu haben, wie Transcribus organisiert ist und wie Transcribus auch ja, am Markt besteht. Wir haben auch, wie vorher bereits erwähnt, eine sehr große Community. Wir haben über 200.000 Nutzerinnen. Hier sieht man ein schönes Bild. Wir nennen das immer Familienfoto von unserer User-Konferenz. Die haben wir jährlich, circa anderthalb jährlich, wo wir 150 bis 200 Interessierte einladen zu uns nach Innsbruck, wo unser Hauptsitz ist in Österreich, um Transcribus zu präsentieren, Projekte zu präsentieren, einfach eine schöne gemeinsame Zeit zu haben, um auch Transcribus in der Community ein bisschen zu verankern. Für wen ist Transcribus? Wir haben bereits aus Projektzeit raus immer den starken, ja, die starken Bedürfnis gespürt, Transcribus so frei wie möglich zu gestalten. Es wird wahrscheinlich auch klar sein, dass wir zum Betreiben dieser Plattform Personal brauchen. Wir brauchen sehr viel Rechenressourcen. Wir betreiben alles selbst. Wir haben unsere eigene Infrastruktur. Das bedeutet, wenn Sie ein Bild hochladen, dann liegt das in Innsbruck auf dem Server, den wir selbst betreiben, wo wir wirklich die Hoheit über die Daten bei der Genossenschaft lassen möchten. Sie bleiben Eigentümer der Daten, die werden auf unseren Server gespeichert, aber die Daten bleiben bei Ihnen. Nicht so wie bei den großen Social Media Riesen, dass Sie ein Bild hochladen und dann gehört es Ihnen nicht mehr. Solange Sie das Bild bei uns hochladen, bleibt es auch bei Ihnen. Wir haben dafür jetzt im Januar ein neues ja, Bezahlmodell eingeführt, das aber trotzdem so frei wie möglich ist. Wir haben da einen neuen Plan eingeführt, der heißt Individualplan. Bei dem bekommt jede Userin und jeder User 100 Seiten pro Monat kostenlos. Das heißt, Transcribus ist immer noch großteils kostenlos. Sie können es frei verwenden, Sie können dann frei Modelle trainieren, wo wirklich dann tagelang Rechenleistung in Modelltraining fließen kann, je nach Größe, das zur freien Verfügung ja, verfügbar und verwendbar ist. Wir haben dann aber auch weitere Pläne, wie eben den Scholarplan. Der ist hauptsächlich für die professionellere Verwendung von Transcribus gedacht, wo man dann eben die großen Modelle wie die Supermodels verwenden kann und auch erweiterte Exportformate verwenden kann. Und dann haben wir, das ist eine sehr kleine Gruppe, aber eine sehr wichtige Gruppe, die Transcribus auf einer sehr großen Skala verwendet, die Team- und Organisationsplan-Kunden, die Transcribus für wirklich Hunderttausende bis Millionen Seiten verwenden, wo man wirklich riesige Archive und riesige Bestände erschließen kann. Und dementsprechend gibt es dann auch ja, Funktionalität, um Transcribus als Team zu verwenden, aber auch als Organisation, wo man zusätzliche Funktionalität dafür erhält. Nur das ganz kurz. Und jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Wir haben ja eingangs einen kurzen Überblick gewonnen, wo Sie sich interessieren, Transcribus zu verwenden. Wir haben hier auch ein bisschen zusammengetragen, wofür Transcribus von anderen verwendet wird. Können Sie auch auf unserer Website die Erfolgsgeschichten gerne anschauen. Dort haben wir einige, auf die wir auch stolz sind.
Wie zum Beispiel die Wiederentdeckung von einem verschollenen Werk eines sehr bekannten spanischen Dichters von Lope de Vega. Oder eben, ich denke, viele von Ihnen werden die Geschichte, das war, ich glaube, im letzten Jahr mitbekommen haben von den gefälschten Hitler-Tagebüchern von Konrad Kujau. Auch hier haben wir mitgewirkt bei der Erkennung. Es waren nicht sehr viele Seiten, ich glaube, es waren so um die 2000, 3000 Seiten, die erkannt wurden, aber da gab es dann eine schöne NDR-Dokumentation, wo auch wir einen kleinen Teil zumindest beitragen durften. Oder eben auch ein persönliches Album von der sehr bekannten peruvianischen Persönlichkeit, von der Aktivistin. Da haben wir sehr schöne Beispiele, wie Transkribus zur Erschließung der Geschichte verwendet wird. Selbiges gilt für Genealogie, das heißt Familienforschung. Auch hier wird Transkribus sehr viel eingesetzt. Ja, wie gesagt, Sie können dann auf unserer Website einfach ein paar Beispiele anschauen. Aber auch in Archiven, und hier sind eben die sehr großen Nutzungen, wie eben 3 Millionen Seiten, die vom Nationalarchiv in den Niederlanden erkannt wurden. Das Staatsarchiv Zürich hat zum Beispiel eine sehr schöne Anwendung online, wo man 50.000 Seiten durchsuchen kann mit Hilfe von Transkribus. Das ist ein weiterer Teil von Transkribus, nennt sich Transkribus Sites. Dort kann man auch mit wenigen Klicks das eigene Material online verfügbar machen und auch durchsuchbar. Oder eben die Stadt Bautzen hat auch ein sehr schönes Projekt realisiert, gemeinsam mit uns, wo 200 Jahre Stadtgeschichte zugänglich gemacht wurden und ja, ein sehr schönes ja, Geschichtsdokument auch online verfügbar ist. Was ist unser Ziel? Wir wollen nicht Geschichte selbst erschließen, sondern unser Ziel von Transkribus hier ist es, die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Geschichte erschlossen wird von uns allen als Gemeinschaft. Wir von Transkribus haben das Ziel, wirklich die Plattform zur Verfügung zu stellen, die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, dass diese Daten erschlossen werden können und auch die technische Lösung von uns kommt. Sie können sich dann um den wichtigen Teil kümmern, die historischen De Dokumente zu lesen, zu bearbeiten und gegebenenfalls auch verfügbar zu machen. Das war jetzt ganz kurz noch der Abschluss. Ich glaube, zeitmäßig sind wir ganz gut hingekommen. Mit den Fragen haben wir zumindest versucht, so viel es ging, ad hoc zu beantworten. Wir können uns jetzt aber trotzdem noch ein paar Minuten nehmen. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen überziehen, ist das für uns auch ja, sehr, sehr okay, um ein paar Fragen zu beantworten, wenn wir denn noch welche haben. Ich weiß nicht, ob du, Helene, in der Zwischenzeit beim Chat noch manche Fragen hast, die offen waren. Können wir uns jetzt gerne noch Ja, anschauen. vielleicht noch eine Frage zu den Abos, gerade weil ich es gerade sehe. Jetzt muss ich gerade die Nachricht finden. Ob man ein Abo für ein Jahr quasi kaufen kann und das dann automatisch ausläuft, also wie das funktioniert. Genau. Also die Abos können ja, im Selbstservice-Modus gekauft werden. Sobald Sie ein Abo kaufen, das können Sie monatlich abschließen oder auch jährlich, können Sie auch gleich im Anschluss das Abo wieder kündigen. Das bedeutet, es wird nicht der Zeitraum, den Sie dann bezahlt haben, gecancelt, sondern die Erneuerung. Das heißt, Sie können dann die Erneuerung sofort auch wieder abschalten. Sie haben für ein Jahr bezahlt, können dann Transkribus für ein Jahr verwenden mit einer gewissen Menge. Die hängt dann ab, wie viel Sie Seiten verwenden wollen. Das können Sie ganz einfach auf unserer Seite auswählen. Ja, wenn Sie vielleicht mal 2000 Seiten verarbeiten wollen, dann holen Sie sich einen Plan für diese, ja, können ihn abschließen, können aber gleich die Erneuerung wieder abstellen. Hier versuchen wir wirklich ein faires Modell zu haben, um Transkribus zum einen betreiben zu können und gleichzeitig die Plattform weiterentwickeln zu können. Das ist unser Hauptziel. Als Genossenschaft haben wir es auch bei Statuten ausgeschlossen, dass Gewinne ausgeschüttet werden. Also jegliches Geld, das wir sozusagen verdienen, wird in die Plattform reinvestiert, weil wir einfach ja, nichts anderes machen können damit, als Transkribus besser zu machen. Eine andere Frage noch zu den Daten, aber wie steht es mit Daten, die heikel sind? Kann man die Daten auch offline bearbeiten? Da arbeiten wir an der Lösung. Das kommt dann ein bisschen auf die Menge drauf an. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass wir als kleine Genossenschaft noch nicht die super ausgefuchsten technischen Lösungen haben, damit es ganz einfach betrieben werden kann. Aber wir haben auch wirklich eine Lösung. Das nennt sich Transkribus on-premises, also Transkribus vor Ort, das vor Ort installiert werden kann und dann die heiklen Daten dementsprechend auf Ihrer Infrastruktur verarbeitet werden können. Am besten können Sie einfach Kontakt mit uns aufnehmen und dann können wir das Projekt evaluieren und schauen, wie wir das realisieren. Wir haben mittlerweile einige Instanzen, die laufen, wo Transkribus wirklich vor Ort verwendet wird, um
Und das ist sehr häufig sensible Daten, vor allem neuerzeitliche Daten. Also alles, das älter als 100, 120 Jahre ist, ist meistens nicht mehr so sensibel, weil die Personen einfach nicht mehr leben, die in diesen Daten vorkommen. Aber alles Jüngere, dort ist natürlich Datenschutz ein sehr wichtiges und großes Thema. Da haben wir auch eine Lösung dafür, genau. So, jetzt schauen wir vielleicht, ob noch irgendwelche Fragen gibt. Gotische Minuskel. Jetzt aus dem Stegreif heraus weiß ich nicht, ob wir ein Modell dafür haben, aber rein theoretisch können Sie auch hierfür einfach ein Modell trainieren. Aber also mein Ansatz wäre einfach mal die Public Models durchtrainieren. Wie gesagt, Sie bekommen 100 Seiten kostenlos jeden Monat. Probieren Sie mal 10 Modelle durch und schauen, ob eines davon funktioniert. Wenn dann noch keines funktioniert, dann wird wahrscheinlich die beste Option sein, ein eigenes Modell zu trainieren. Aber vielleicht liefert eines dieser Modelle zumindest mal eine solide Grunderkennung, damit es nicht mehr komplette manuelle Transkription ist, sondern eher nur Korrektur. Genau, schauen wir, ob noch sonst noch was daherkommt. Die Präsentation, ich glaube, Helene, du hast den Link schon mal reingestellt, oder? Ich stelle es nochmal rein. Das ist Genau, jetzt der danke schön. PDF-Link zur Präsentation. Da können Sie noch einmal durch die Folien gehen, auch Schritt für Schritt wiederholen, was wir durchgemacht haben. Und um nochmal zu wiederholen, die Aufnahme wird auch auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Das heißt, Sie können sich das auch im Nachhinein nochmal in Ruhe anschauen. Genau. Deno, das ist eine interessante Frage. Da gibt's Versuche. Es hat auch, ich schlage mich tot, aber das waren so Erkennungsergebnisse, die Richtung 90% Genauigkeit, also 10% Fehlerrate gingen. Wo ich sagen würde, das ist dann schon ja, eine Lösung, die man akzeptieren kann. Natürlich nicht perfekt, weil Steno, Sie können sich vorstellen, dort ist der Informationsgehalt bei den kurzen und wenigen Strichen etwas geringer als bei einem Wort, weil die KI kann bei einem Wort immer noch versuchen, ungefähr zu schätzen, was passt denn rein, weil es eine Konstellation aus mehreren Buchstaben ist. Dementsprechend ist es etwas einfacher, Fließtext zu erkennen als Steno. Aber auch mit Steno gab es schon Versuche, die durchaus erfolgreich waren. Genau. Ja, ich würde jetzt aber sagen, dass wir die meisten Fragen gut beantworten könnten. Gabelsberger gibt es auch. Ich glaube, da gibt es auch öffentliche Modelle, soweit ich weiß. Zum Steno-Modell, ich glaube, das ist nicht öffentlich. Das war, also ich weiß von dem Versuch, aber ich glaube, das ist kein öffentliches Modell. Aber wir können versuchen, wenn es eventuell ein größeres Projekt ist, sie auf kurz zu schließen. Das war eine Forschergruppe, ich glaube, aus Freiburg, die sich mit Steno auseinandergesetzt hat. Da können wir auch versuchen, den Kontakt herzustellen. Gegebenenfalls. Damit würde ich aber abschließen. Ich würde mich nochmal bedanken für ja, jetzt die etwas mehr als eine Stunde, die wir jetzt gemeinsam verbringen konnten. Ich hoffe, bei Ihnen ist das Wetter noch schön und Sie können ein bisschen an die frische Luft jetzt. Es ist so für einen Feierabend immer was Schönes und ein bisschen raus in die Luft. Ich glaube, ich werde es heute auch noch backen, aber eher am Fußballplatz.